Willkommen zurück zu Gothic. Auf dem Weg zum Dämonenbeschwörer Xanas. Um ihn zu diesem Schwert zu befragen. Ich habe mich in der letzten Folge ja noch geheilt, habe mich hingelegt. Also habe mich hingelegt, um mich zu heilen. Und ja, direkt hier ging es doch gerade weiter. Nichts war in der Zwischenzeit. Von daher, Xanas, erzähl mir was. Um 40 Lernpunkte kann ich mir leider nicht leisten. Hast du denn... ich suche magisches Wissen. Eine Welle für mich, eine Todeswelle. Zufällig. Untote vernichten. Leider wohl nichts dabei, was mir irgendwie nützlich wäre. Sowas vielleicht. Wobei, nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Ja, alter Mann. Kannst du die Runen lesen? Interessant. Hier steht Uriziel. Oh, kann er. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Was können wir denn damit tun? Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Ich will diese Waffe. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Natürlich. Nicht gut genug. Nicht gut genug. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Wow. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Minecrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Ah. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Genau, und diese Truhe, Klammer auf, aus Holz, Klammer zu, ist nach all den Jahren natürlich noch intakt. Und hat bestimmt bei dem Beben nichts abbekommen. Wie gut, dass er das alles weiß. Na gut, Ding im Osten, Turm im Osten, der aus dem Wasser herausragt, das haben wir schon mal gesehen. Und zwar von oben herunter von der Ork-Ruine. Also ich meinte, da will ich mal rüber, aber ich glaube, da kommt man später noch hin. Das ist wohl genau der hier. Und deswegen muss ich jetzt auch nicht lange suchen. Den Schlüssel habe ich. Xadas kümmert sich um das Schwert. Das heißt, ich kann die jetzt gemütlich rüberlaufen. Und in der Hoffnung, dort was Vernünftiges zu finden, in den Turm hineintauchen. Also ich fürchte, ich muss hier irgendwie runtertauchen, um mich dann irgendwie im Wasser zu prügeln. Kann man sich im Wasser eigentlich prügeln? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, im Wasser steckt ja automatisch die Waffen weg. Magie vielleicht im Wasser? Weiß ich nicht. Müsste ich ausprobieren. Wobei, ach nee, das ist ja ein Turm. Ich schlage mich da vielleicht nach oben durch. Ich tauche ein durch den Eingang und dann schlage ich mich im Trockenen nach oben durch.
Das könnte sogar so sein, ja. Das klappt auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, was ich dort alles finden werde. Eine Rüstung. Hätte ich gerne, eine bessere. Eine Waffe kriege ich ja von Xardas. Also die hat Xardas gerade, untersucht sie ja gerade. Vielleicht noch einen Zauber? So, Todeswelle? Oder wie war's? Welle des Todes? Todeswelle? Irgendwie sowas. Das wäre super. Ach komm, was soll's. Rein da. Soll der Geiz. So, hier drüben habe ich schon gesehen, gibt es eine Höhle. Die schaue ich mir direkt mal an. Bevor ich irgendwie vielleicht wieder aus dem Turm ganz schnell rausfliehen muss oder so. Was jetzt? Moment, was? Geht's da wirklich unterirdisch? Nee, geht's nicht unter Wasser weiter. Hä? Bin ich da aus dem Wasser raus? Nee. Hä? Was gibt's denn hier? Hier ist doch nix. Ist hier was? Ah, hier kann man runterfallen. Das ist kein Eingang, sondern ein Ausgang. Da unten sehe ich jetzt keinen Eingang. Ach ne, da ist doch ein Eingang. Moment, was? Das sieht aus, als hätten sich hier irgendwie Orks breit gemacht. Oder sah der Turm schon vorher so aus? Das hat so ein bisschen was Orkisches, finde ich, der Eingang. Lieber nochmal speichern. Sicher ist sicher. Ja, wenn man ins Wasser fällt, steckt man die Waffe weg. Könntest du das bitte lassen? Danke. Und da wären wir im Inneren des Turms, nehme ich an. Oder in einer Höhle, die daran anschließt. Oh, Skelette! Yay! Hatte ich ja schon lange nicht mehr als Gegner. Mal schauen, ob ich ein, zwei anlocken kann. Ohne gleich die ganze Horde von Vieren auf mich zu ziehen. Nein, natürlich nicht. Was ist das denn für ein Viech? Und warum kann der blocken? Warum kann ein Zombie blocken? Und vor allem womit? Das ist wie bei den Tieren. Das geht nicht. Ich wüsste da was. Nee, irgendwie doch nicht. Ich dachte, das klappt vielleicht. Vor allem dachte ich, er wäre langsamer, ehrlich gesagt. Der hält ganz schön viel aus. Dafür, dass er nur 200 Erfahrungspunkte gibt. Schnitter, verwitterte Axt. Das brauche ich alles nicht. Geht's hier weiter? Nö. Oh, Zombies. Oh, Zombies. Oh, ein Skelettmagier. Der da ist wirklich gefährlich. Der kann Skelette herbeibeschwören. Boah. Aber immerhin geben die Erfahrung, ja? Das muss man im Spiel lassen. Es gibt Spiele, in denen herbeibeschworene Kreaturen keine Erfahrung geben. Und ich fühle mich gerade ein wenig überfordert bei der schieren Gegnermenge. Tatsächlich fühle ich mich da gerade ein wenig überfordert. Feuersturm? Nee, dauert zu lang. Na komm. Gegen ein Skelett brauche ich keine Magie.
Aber ich könnte, nachdem ich mich geheilt habe, auf die Entfernung... so viel dazu. Also die Heilung muss aber sein. Genau, die Heilung muss sein. Interessant zu sehen, dass sie auch klappt, wenn die Animation des Trinkens unterbrochen wird. Danach könnte ich ja mit Magie, zum Beispiel mit einem Feuersturm, die Zombies, die mir nicht folgen können, nämlich da oben, abschießen. Ist das eigentlich eine Rune, die ich da gerade benutze? Oder ist es eine Rolle? Und vor allem, warte mal. Was? Magie? Da ist Magie. Ach ne, ich bin ja schon ganz unten. Ne, ich glaube, Feuersturm habe ich als Rune, oder? Ja, Feuersturm ist eine Rune. Die habe ich sogar mehrfach. Wow. Ich brauche ein bisschen Mana. Wo kriege ich Mana her? Da kriege ich Mana her. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 75! Wow! Sehr schön. Gut. Eispfeil ist so schwach, den brauche ich nicht mehr anvisiert zu lassen. Oder ausgerüstet zu lassen. Telekinese brauche ich auch nicht wirklich. Kann ich mir holen, wenn ich es brauche. Was ich gerade machen möchte, ist hier mal ein bisschen umsortieren. Ich habe doch hier bestimmt einen Kreis 5 Zauber. Na, ah, Feuerregen! Wer sagt's denn? Was? Moment. Mit dem kann ich nicht anvisieren. Warum kann ich damit nicht anvisieren? Macht der vielleicht um mich herum das Ganze? Das kann natürlich sein. Allerdings finde ich die Idee relativ interessant mit dem um mich herum. Hey, die kriegen ja gar nichts ab. Warum kriegen die nichts ab? Vielleicht erscheint der Feuerregen so ein bisschen vor mir, so ungefähr. Was zur Hölle? Warum kriegen die keinen Schaden? Na, jetzt. Haben wir wieder geblockt. Hör doch mal auf zu blocken, Junge. Ernsthaft? Was ist hier los? Ey, warum kann ich dem nichts anhaben? Geht doch. Das ist echt nervig, dass das nicht klappt. 115, das heißt, zwei davon. Und gegen den komischen Geschmack von Heiltränken noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Das habe ich zwar schon seit ein paar Wochen in der hier im Inventar, aber das ist bestimmt immer noch gut. Nein, ich brauche keine Eispfeil Level 1 Rune. Nein, danke. Davon habe ich schon mehrere und nee, die nehmen den Platz weg. Was ich tatsächlich bräuchte, wäre eine kleine Fackel, um mich hier ein bisschen umzuschauen. Und hier gibt es noch mehr Gegner. Hey, ich habe doch hier diesen tollen Feuerregen, oder? Der euch allen voll viel Schaden macht. Ich finde es ja irgendwie enttäuschend. Oh!
wieder mal der Letzte. Geht doch. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf Prügeln. Ich guck mich jetzt erstmal hier um. Bevor ich da weitergehe. Und ich muss sagen, für so einen kleinen Turm, wie der von außen aussieht, ist der ganz schön breit, mit ganz schön langen Gängen. Aber gut. Wie gesagt, vielleicht hat er ja einen unterirdischen Teil. Kann ja sein, dass der Turm nur der Eingang war zum unterirdischen Ding. Zu so einem unterirdischen Dungeon oder Gewölbe oder was auch immer. Weiß ja nicht, was so ein verrückter Magier tut, wenn er Zeit hat. Teleports, zu den Feuermagiern. Und eine antike Erzrüstung, die vollständig aus magischem Erz vermutlich gefertigt wurde. Wow, Teleport zu den Erzmagiern, das finde ich ja mal super. 80-15-30-5, ja, die ist doch um einiges besser als meine alte Rüstung. Also ich möchte mal sagen, dieser Trip hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und jetzt brauche ich 3 von denen. Und gut, unter Vollständigkeit halber werde ich mich jetzt nochmal um die paar Zom... Wo kam da gerade das Licht her? Achso, von der Fackel, die wahrscheinlich gerade geladen wurde. Also geladen im Sinne von, die wurde wahrscheinlich nicht im Spielspeicher gehalten, als ich weit genug weg war. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgendwie ein Gegner erschienen, der irgendwie einen Zauber macht oder so. Na, bei den Zombies klappt es ganz gut, wenn man sie sich so ein bisschen vom Leib hält. Also bei den Zombies kann man auch mit 2 oder 3 auf einmal ganz gut kämpfen. Habt ihr ja gerade gesehen. Wenn man die einfach immer abwechselnd 1, 2, 3 Mal haut. Und damit ein Stück zurückdrängt. Ah. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Okay, das klappt leider nicht. Leider klappt das irgendwie doch nicht so wie gedacht. Aber das klappt. So, dann hätte ich hier gerne noch ein bisschen Mana. 2, 3 Stück. Ich finde es ja schade, dass die brennen, aber keinen Feuerschaden kriegen währenddessen. Und dass der Feuerregen keinen Schaden macht, finde ich auch ein bisschen blöd. Hey, der Zombie ist da unten. Warum triffst du nicht? Geht doch. Was war denn jetzt so schwer daran? Nichts. Nur die Koordination. Rechtzeitig den Zauber auszusprechen, bevor der Zombie zu nah kommt. Das war tatsächlich ein bisschen schwer. Weil diese Zombies dann irgendwie doch ein kleines bisschen schneller als gedacht sind. Aber egal, es hat funktioniert, es hat geklappt. Ich bin hier erfolgreich, glaube ich, durch den Dungeon. Ich muss nicht wieder rausschwimmen, ich kann mich raus teleportieren. Ich könnte mich sogar zu den Feuermagiern teleportieren, was ich sehr interessant finde. Bevor ich das aber tue, möchte ich mich, glaube ich, zu den Wassermagiern teleportieren. Denn nicht zuletzt kann ich mich hier umsonst heilen, indem ich einfach in meine Hütte reingehe und eine Runde schlafe. Und damit endet diese Folge, wie sie angefangen hat. Früher wäre das ganz anders gelaufen. In meiner Hütte. Dumm-di-dumm. Hier am Fuße des neuen Lagers. So, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich, glaube ich, Also im Sumpflager muss ich ja jetzt nicht wirklich, da war ich schon so ewig nicht mehr, das kann ich mir glaube ich auch sparen.
Dann ersetze ich mal diese Sumpflagerrune durch die Feuermagierrune. Und beim nächsten Mal werde ich dann euch zeigen, wie es dort aussieht, was man dort so tun kann und was das Ganze soll. Hoffentlich. Hoffe ich jedenfalls. Ich würde es selber gerne wissen. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.